Morgen allerseits. Hey, und was für ein Morgen. He? Wir sind extra früh aufgestanden heute, sodass wir den Sonnenaufgang über dem Sumpfgebiet hier anschauen können. Genauer über dem Yellow Water oder dem Ngurungu Rutschba, wie es die Aborigines nennen. Wir haben ja wirklich Glück gehabt, wir haben sogar noch das Krokodil gesehen. Und da die ganze, also das ganze Northern Territory und speziell der Kakadu-Nationalpark sind ja berühmt für die Krokodile, die sie hier haben. Dabei muss man wissen, es gibt zwei Arten von Krokodil. Die einen sind Süßwasser- oder Frischwasser-Krokodil und die anderen sind Salzwasser-Krokodil. Und wirklich gefährlich sind eigentlich vor allem Salzwasser-Krokodil, weil die sind auch aggressiv und da muss man wirklich schauen, dass man denen nie begegnet. Und ja, wir haben jetzt eins gesehen, wir können jetzt sagen, was genau was für eins das war. Aber es war auf jeden Fall mega cool, so eins mal in der Wildnis zu sehen. Das ist sicher auch etwas, was wir nie mehr werden vergessen. Zum Gunlom Campingplatz. Ganz in der Nähe dort gibt es noch ein paar ganz schöne so Rockpools, wo wir vielleicht heute oder vielleicht auch erst mal schauen, wie spät das wird, nachher gehen baden. Gerade alles von da hinten unten raufgekommen. Es ist abartig, die Hitze. Es kommt einem vor wie in einem Bach oben. Aber wir sind so unterwegs zu so Rockpools oben. Und da können wir uns jetzt nachher abkühlen. Hey, das ist so nötig. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen hinterher gelaufen, weil wir gehört haben, dort hinten sei es auch noch ganz schön und hat weniger Leute. Und jetzt hat es wirklich einen mega schönen, grossen Pool. Aber niemand ist am Bad oder niemand ist dort hinten. Und darum haben wir jetzt ein bisschen Schiss, dass dort vielleicht doch ein Krokodil haben. Dann gehen wir jetzt lieber hier, wo es auch andere Leute hat. Also es hat eh nicht dorthin, es ist nur ein Pool weiter, aber es ist auch irgendwie gleich wöhler, wenn es noch andere rum hat. Ich glaube, man hat die schönste Aussicht auf den Kakadu-Nationalpark gefunden. Es ist wirklich ein mega cooler Ort hier. Und super die Abkühlung bei über 35 Grad, ist das mehr wie nötig. Wir haben hier wieder mal ein Plätzchen in einem Buschcamp gefunden. Und das Krasse ist, wir sind vorher kurz geschnackt Holz zusammensammeln, weil wir nachher noch ein Feuerchen machen wollen. Aber das hohe Feuer kommt eigentlich schon bevor wir es angezündet haben. Einfach rein durch die Hitze oder da, dass hier da vielleicht von gestern noch ein bisschen Glut rum ist. Ja, krass. Das habe ich so auch noch nie erlebt.